Trainer, 2:1 im ersten Test gegen Gonsenheim. Wie fällt die Spielbewertung heute aus? Ja, ich glaube, dass das Spiel nicht groß zu bewerten war heute. Erstens waren die Temperaturen sehr, sehr hoch und wir haben jetzt die letzten Tage natürlich auch extrem gearbeitet. Ja, die Jungs hatten extrem schwere Beine. Wichtig ist, dass man sich dann quält, ja, 45 Minuten versucht, alles rauszuholen, das Spiel 2:1 zu gewinnen. Ja, es war ein Oberligist, der uns gut gefordert hat. Es ist jetzt nicht so, dass man da einfach so vorbeiläuft. Wichtig ist, dass man die Spiele gewinnt, dass man eben die Grundlagen weiterlegt und das haben wir geschafft. Ja. Du hast die erste Trainingswoche schon angesprochen. Worauf durften sich die Jungs da insgesamt so freuen? Ja, wir haben schon sehr, sehr viel im läuferischen Bereich gearbeitet, ja, waren dann auch immer wieder mal auf dem Platz, aber natürlich war das Hauptaugenmerk auf der Belastung, auf der Grundlagenausdauer und ja, die haben wir, wie gesagt, auch gelegt, aber das hat natürlich schon auch wehgetan. Welchen Eindruck hast du heute von den Neuzugängen gehabt? Ja, gab es das eine oder andere Licht, ein oder andere Schatten, so wie es sich normalerweise gehört auch. Ja, dass die Jungs, wie gesagt, heute nicht bei 100% waren, ist normal, aber wir haben schon das eine oder andere gesehen, was gut war, haben aber auch viele Dinge gesehen, die nicht so gut waren. Dankeschön. Danke.